Schönen guten Tag, herzlich willkommen zu CMC Barbecue. Es ist 15.16 Uhr, es ist der 28.12. und wir sehen einen Rücktest der 1 des 1233 Fortsetzungsmuster im SPX 500. Das ist der 1-Stunden-Kerzen-Chart und man sieht, dass hier nun auch die 20-Stunden-Linie verläuft, so ungefähr. Im Tagesverlauf im Weiteren wird dann die 1 zusammentreffen mit der 20-Stunden-Linie, so zwischen 17 und 18 Uhr dürfte das der Fall sein. Grundsätzlich, was ist passiert am heutigen Vormittag? Wir haben nun aus der Nacht heraus einen Aufwärtsimpuls gehabt, der dann zwischen 8 und 9 Uhr haben sie versucht, diesen Impuls komplett zu verkaufen. Das wurde abgefangen und wir haben dann einen Ausbruch nach oben, ein Trendfortsetzungsmuster bekommen. Und die Rallye hat sich dann zur 1,61er ausgedehnt nach oben. Und jetzt sehen wir hier einen Rücksetzer. Nun wird es eben im Kontext von dieser 1, von diesem Trendfortsetzungsmuster wichtig sein, dass die 1 hält, 4791 Punkte. Sollte das der Fall sein, könnte mit einem Retest der 4791 es dann zu einem Ausbruch nach oben kommen und zu einer weiteren Extension zur 261er bei 4813 und zur 423er bei 4827. Grundsätzlich geht es auf Wochenschlusskursbasis jetzt immer noch darum, ob die Gewinne, die jetzt da sind, auch gehalten werden können. Es ist ja erst Dienstag, wir können nicht wissen, ob um 23 Uhr am Freitag mit dem Schlusskurs es dazu kommt, dass auch der Wochenschluss, das Ende der Woche, dann auch eben über diesen Widerstand sein wird, der auf Wochenbasis bei 4.743 Punkten liegt. Sollte das der Fall sein, dann könnten in den Folgewochen weitere Gewinne auf uns zukommen zu 5.036. Das ist jetzt, wie gesagt, der Wochenkerzenintervall, eine Kerze, eine Woche. Und wir sehen hier diesen satten Aufwärtstrend. Letzter bullischer Test war in der letzten Woche und ausgehend von dem sehen wir jetzt das neue Allzeithoch bei einem Zurückrutschen allerdings runter. Die genannte Marke könnte es zu einem Rücktest nochmal der 20-Wochen-Linie kommen, die aktuell bei 4,567 verläuft. Ganz kurzfristig sehen wir auch im NDAQ jetzt einen Rücksetzer. Das ist ein neutraler Rücksetzer, das hat im Stundenkerzenchart ist das einem intakten Aufwärtstrend zuzuordnen. Diese Konsolidierung hätte ja zu einem 1-2-3-Top werden können. Dazu ist es nicht gekommen, sondern es hat sich hier auch ein 1-2-3-Trendfortsetzungsmuster ergeben, dass fast bis der 2,61er ausgedehnt wurde. Der Rücksetzer dreht jetzt hier im Moment im NDAQ an der 61er Extension. Da kann man jetzt auch schauen, ob sich da im 1-Minuten-5-Minuten-Chart mögliche Tiefs bilden. Im 1-Minuten-Chart wäre das direkt hier auch möglich, sollten wir einen Schlusskurs über der 1 bekommen hier. Diese liegt bei 16.610. Was ist im Germany 40 passiert? Da haben wir die Situation, dass die vorbörsliche Spanne zwischen 8 und 9 Uhr, also diese Spanne von hier bis hier, nochmal mit einem kleinen Tief heute Morgen getestet wurde. Dann hatten wir ein 1-2-3-Trendwendemuster, das hier in dieser Zone zur 5,81er ausgedehnt wurde. An der 5,81er kam es dann zu einer Top-Bildung. Das Top ist hier zu sehen. Das wurde zur 4,23er ausgedehnt. An der 4,23er kam es dann erstmal nicht zu dem sauberen 1, 2, 3, bärische Gegenbewegung und dann nochmal ein tieferes Tief. Und an der 4,23er hat man dann gesehen, wo auch die 200-Minuten-Linie verlief, dass es einen 1, 2, 3 gab, das dann auch überschießend, und haben sich geweigert, hier einen Top auszubilden.
überschießend dazu führte, dass wir eben fast bis zur 16.000-Punkte-Marke gestiegen sind. Fast ist nicht ganz. Und dort sehen wir jetzt, dass ein ziemlich kräftiges 1, 2, 3 Top entstanden ist, das jetzt aktiviert wurde und sich nach unten ausdehnt. Grundsätzlich war das mal eine fehlerhafte Annahme, dass hier ein Top entsteht. Es ist ja ein 1, 2, 3 Top entstanden zwischen 8 und 9 Uhr. Ich hatte heute Morgen darauf hingewiesen, dass es nicht bestätigt durch die US-Indizes, die eben bullisch konsolidiert haben, sowohl der US-30, SPX 500 als auch der NDRQ. Also von der Intermarket-Analyse her war das nicht bestätigt. Wir waren auch in der 61,8er aufgeschlagen mit diesem schwachen vorbörslichen Verlauf und wie eben aufgezeigt haben, mit einem Boden gebildet und eine Rallye kam. Es war aber schon mal die Bereitschaft da, heute Morgen zu verkaufen. Ja, also ist die Bereitschaft, das Top hier zu verteidigen, war relativ gering. Und jetzt sind wir mit einer langen 9 bis 10 Uhr Kerze extrem nach oben gestiegen, also relativ extrem, relativ stark. Und jetzt sehen wir von einem neuen Bewegungshoch aus wieder einen Impuls abwärts. Daraus kann sich in den kommenden Stunden wieder ein 1, 2, 3 Top entwickeln oder eben auch nicht. Zu überprüfen ist, dass eben dann dieser Kontext im 1-Minuten-Chart und anhand der 15, 9, 49 und ob die dann halten kann. Solltest du einen weiteren Ausdehnung kommen von diesem 1, 2, 3 Top im 1-Minuten-Chart, dann wäre insbesondere die 2,61er FIBO-Extension interessant bei 15, 8,84, um dort dann wieder im 1-Minuten-Chart auf mögliche 1, 2, 3 Tiefs zu achten. Diese Extension fällt nämlich zusammen mit der 20-Stunden-Linie, die wir ja schon mal so, naja, nicht wirklich bullisch getestet haben. So ein ähnlicher Test war das wie hier am 27. Dezember. Da war eigentlich auch ein bullischer Test, dann haben sie es abverkauft. Und das wurde dann hochgekauft. Hier auch wieder Versuch abverkauft und wieder hochgekauft. Also die Schnäppchenjäger haben den Markt voll im Griff. Ähnliche Situation auch hier gewesen mit einem doppelten Test. Also diese EMA 20-Stunden-Linie sollte man im Blick behalten. Da orientiert sich der Markt und die Schnäppchenjäger offenbar sehr engmaschig daran. Falki und Peter freuen sich, dass man Silvester bis 23 Uhr traden kann. Ja, ganz normal geöffnet. Auch Aktienhandel 15.30 Uhr bis 22 Uhr am Freitag. German 40 gerade mit einem tieferen Tief. Vielleicht ein Blick nochmal an der Stelle auf die beiden Trendaktien, Aktien, die eben häufig diskutiert werden. BioNTech hält die 200-Tage-Linie hier in weiß zu sehen, $249.76. Wir haben aber hier in grün eingezeichnet auch ein 1, 2, 3 Top unter der 320.13, das intakt ist, dessen 61er-Auffächerung unter der 200-Tage-Linie liegt. 231,71 und dieses Tief von Anfang November ist nicht einem 1-2-3 Boden zuzuordnen. Das hier ist kein sauberer Boden, daher
könnte es durchaus sein, dass wir eine weitere Auffächerung bekommen zur 177.06. Alternativ sehen wir hier in diesem Bereich der 200-Tage-Linie eine Stabilisierung, Ausbruch dann auch über die SMA 50, EMA 20 und Rücktest der 320.13. Erst wenn die erobert wird, könnte man von einer Infragestellung dieser Top-Bildung sprechen. Bei Moderna im Grunde das gleiche Bild, nur sind wir da unter der 200-Tage-Linie, aber auch da ist ein intaktes 1-2-3-Trendwendemuster, also ein 1-2-3-Top. Die Marke da zur Orientierung von diesem Top ist die 349.07. Bei Valneva, heute ein Minus von 1,8%, sehen wir eine Bodenbildung nach einer Korrektur, solange Valneva über 24,29 € notiert, könnte die sich nach oben auffächern. 27,20 € ist da das wichtige Level, die 61,8er Ausbruch darüber könnte 29 € mit sich bringen. Rudi fragt, ob ich nochmal auf Ethereum schauen kann. Kann ich gerne machen. Die Kryptowährung insgesamt heute unter Druck, so auch Ethereum, eine Minus von 3,6%. Ja, bei Ethereum ist so ein Wettkampf am Laufen zwischen Tageschart, Fehlversuch, Ausbruch über EMA 20, also exponentiell gewichtete gleitende Durchschnittslinie über die letzten 20 Tage, bärisch, ja, und jetzt ein Abprall nach unten. Gleichzeitig sehen wir bei Ethereum auch einen Fehlversuch einer Bodenbildung. Ja, wir hätten 1, 2, 3 haben können. Fehlversuch des Ausverkaufs führt jetzt zu Abgaben. Der Punkt 2 als nächster Support wäre bei 3702 zu sehen. Wenn man das mal rausnimmt, dann sieht man im Wochenkerzenintervall ein gänzlich anderes Bild. Intakter Aufwärtstrend EMA 20 über SMA 50. Die ist über der EMA 200. Also alles schön aufgefächert. Wir haben einmal zweimal bullischen Test gehabt im September, haben jetzt einen erneuten bullischen Test der EMA 20 gehabt in der Woche vom 11. Dezember. Ja, und jetzt sehen wir eben wieder, dass diese Seitwärtsbewegung hier weitergeht. Im Wochenchart ist der Aufwärtstrend als intakt anzunehmen, solange die Wochenschlusskurse über der EMA 20 kommen, aktuell bei 3758. gelegen. Diese Konsolidierung vom Hoch im Ethereum in der Woche vom 6. November ist eine neutrale Konsolidierung, nicht einem Top- oder Trendwendeprozess zuzuordnen. Bedeutet für einen weiteren Verlauf, achten drauf, ob die EMA 20 hält und prozyklisch sollte ein optimalerweise Ausbruch kommen über das Hoch vom 16. Dezember, ohne dass zuvor ein Tief unter dem Tief des 15. Dezember gemacht wird. Sollten wir weiter bärische Bestätigung bekommen von dem Hoch vom 16. Dezember, wir es also nicht schaffen, über 4.1.13 zu gehen, dann könnte Ethereum weiter ins Rutschen kommen. Ich wünsche allen einen erfolgreichen US Trading Session. Ich bin morgen dann wieder da ab 8 Uhr mit CMC Espresso.